Die spezielle Stützkonstruktion von Band 10 wurde so angelegt, dass die komplette Fördertechnik, die Energieversorgungsleitungen für Pneumatik und Elektrik sowie Lampen, Montagehilfsmittel und Regale für Schrauben und Zubehör angebracht werden konnten. Schon 1985 entschloss sich NEF zu ganz entscheidenden Ratiomaßnahmen. Hierbei ging es um Arbeitsplatzgestaltung, Automation mit Werkstückträgern und die Entschärfung von Stresssituationen durch Zwischenspeichermöglichkeiten. Gebhardt konnte die Forderung nach hohem technischen Standard erfüllen und lieferte die verschiedensten Materialflusssysteme aus einer Hand. Die durchgeführten Maßnahmen reduzierten die Vorgabezeit um fast ein Viertel. Aber kommen wir jetzt zu Band 14, der Verpackung und Palettierung. Am Ende von Band 14 realisierte Gebhardt eine automatische Umreifung der Verpackung und anschließende Stapelung auf Paletten. Nach der Verpackung der Haube wird das Paket einmal umreift, gedreht und über Kreuz ein zweites Mal umreift. Anschließend werden die Pakete in vier Lagen von einem automatischen Palettierer gestapelt. Von außen wird dann ein Fahrzeug an eine Pufferstrecke angedockt, um die Paletten ins Hochregallager zu fördern. Durch die elektrische Verbindung zwischen Wagen und Pufferstrecke erkennt das System den Andockvorgang und kann insgesamt vier Paletten in den Wagen abstellen. Die Firma NEF ersetzte umständliche Arbeitsgänge durch eine sinnvolle Automation. Für die verbleibenden Arbeitsplätze wurde die Ergonomie zusätzlich ganz entscheidend verbessert. Bücken, schweres Heben, umständliches Drehen und unter dem Werkstück arbeiten wurden weitgehend von der Mechanik übernommen. Viele gute Gebhardt-Ideen ergeben im Abschluss einen humaneren und stressfreieren Arbeitsplatz. Sehen wir uns dazu einmal das neue Band 6 an. Auf diesem neu installierten Band fertigt NEF moderne Backöfen. Dabei wurden besonders Richtlinien der Ergonomie und modernen Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt. Das Backofenelement fährt hier auf eine Dreheinrichtung, wird zentriert und ist somit leicht zu bearbeiten. Hier nochmals die Funktionsweise der Zentriereinrichtung. Auch bei Band 6 werden die Werkstückträger unter der Arbeitsebene gespeichert und dann nach Anforderung mit einem Hubtisch dem Montageband übergeben. Dieser Drehtisch kann auf verschiedene Drehvarianten eingestellt werden. Per Knopfdruck fährt er in die für den Arbeitsvorgang gewünschte Position.
Die Backöfen nehmen Form an. Über einen Hubtisch gelangen sie in eine Verschraubstation. Ein Portal nimmt nun die Öfen vom Werkstückträger und stellt sie auf eine Transportpalette mit Teilen der späteren Styroporverpackung. Durch diese Kippstation wird ein einfaches Arbeiten innerhalb der Backröhre und im unteren Teil des Backofens erreicht. In der Prüfstation werden die Geräte einer Endkontrolle unterzogen. Durch Fußtaster kann der Drehtisch freigestellt werden, um die Anschlüsse am hinteren Teil des Backofens anzubringen. Nach der Prüfung gelangen zum Beispiel die Pyrolyse-Backöfen über Aufzug in die obenliegenden Testkreisläufe. In den vergangenen Jahren hat die Firma Neff ganz entscheidende Ratiomaßnahmen durchgeführt. Stresssituationen wurden durch zwischengeschaltete Speichermöglichkeiten abgebaut und die Ergonomie am Arbeitsplatz wurde ganz entscheidend verbessert. Herr Peiser, wie haben sich diese Maßnahmen in Ihrem Betrieb ausgewirkt? Ja, man kann sagen, die geplanten Ratiomaßnahmen haben vollgegriffen. Durch den Aufbau dieser neuen Montagelinien für Dunstabschlusshauben konnten wir eine Lohnkostensenkung bis zu 25% erzielen. Dies bedeutet, dass die Firma Neff als einer der großen europäischen Dunstabzugshaubenhersteller noch leistungs- und wettbewerbsfähiger geworden ist. Besonders möchte ich auf den Aufbau der Montagelinie 10 hinweisen. Hier wurde in der Betriebsruhe von Weihnachten bis Neujahr in relativ kurzer Zeit eine komplette Montagelinie aufgebaut, sodass wir bei Produktionsbeginn ohne Störungen die Produktion wieder aufnehmen konnten. Gebhardt, der Fortschritt in der Fördertechnik.